Es ist ein schweres Wiedersehen für Norbert Teves und Nicole Sacher hier am Dom in Hildesheim. Ein kirchliches Gebäude zu betreten war für beide eine lange Zeit fast unmöglich. Nun wollen sie hier ihr Schweigen brechen an einem Ort, der für sie mit so viel Leid verbunden ist. Ich habe tatsächlich seit 2 Jahren keine Kirche mehr betreten. Ich bin vor 4 Wochen hier gewesen, als wir auch einen Teil dieser Gedenkfeier vorbereitet haben. Und ich habe mich auch vorbereitet, in den Dom zu gehen. Durch das, was ich durch Therapie gelernt habe, durch nochmal mir auch die Stärkung zu holen und mir auch dann zuzusprechen, dass das jetzt erstmal gut ist, dass ich hier auch hineingehe. Weil das, was wir an Symbolik heute Abend und das, was wir vielleicht auch zur Sprache bringen, dass das so wichtig ist als Botschaft. Vor über 40 Jahren wurde Norbert Teves Opfer von sexueller Gewalt in einer katholischen Kirche in Wolfsburg. Erst vor ein paar Jahren beginnt er mit der Aufarbeitung des Erlebten. Aber nicht nur unmittelbare Opfer sexueller Gewalt kommen hier zusammen, auch deren Angehörige. Es betrifft ja nicht nur den einen oder die eine, sondern es betrifft die ganze Familie. Es betrifft zum Beispiel Eltern, die sich unglaubliche Vorwürfe machen, dass sie es nicht gemerkt haben bei ihrem eigenen Kind. Es betrifft Partner, Ehepartner, die vielleicht den Menschen ganz anders kennengelernt haben. Missbrauch ploppt ja tatsächlich teilweise Jahrzehnte später erst auf. Auf einmal kommen Bilder in den Kopf. Die Betroffenen wissen gar nicht, woher kommen die überhaupt, bis irgendwann klar war, das ist mir tatsächlich passiert als Kind. Dann ist natürlich der Ehepartner eben in Bezug auf Sexualität, in Bezug auf Nähe, auf Distanz vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Viele Ehen zerbrechen daran, viele Beziehungen zerbrechen. Bei der Veranstaltung soll deshalb ein Raum für Schilderungen, Klagen und Gebete geschaffen werden. Es geht darum, den Austausch zu fördern. Es soll aber auch auf das Leid der Betroffenen hingewiesen werden. Welche Auswirkungen sexueller Missbrauch haben kann, zeigt eine symbolische Klagemauer im Inneren des Doms. Diese Klagemauer enthält Begriffe, die wir als Betroffene, die uns als Betroffene auch in unserem Leben auch behindern. Sei es Beziehungsunfähigkeit, Drogensucht, Ängste, das sind auch Folgen auch des Missbrauchs. Und wir wollen das deutlich benennen, auch für die, die auch hier heute Abend sind. Einige Betroffene sind hier unter uns. Etliche können oder wollen keine Kirche oder diesen Dom nicht mehr betreten. Doch auch sie haben eine Stimme, die gehört werden will. Und diese Stimme wird auch vom Bischof Heiner Wilmer gehört. Der war als Vertreter der Kirche vor Ort, denn seit 4 Jahren leitet er das Bistum und trägt damit auch Verantwortung. Mir ist aufgegangen, ein wenig von ihrem riesigen Leid, von den Verletzungen, davon, wie ihr Leben beeinträchtigt wurde, manchmal zerstört. Für mich war es auch wichtig, in der Ansprache nochmal den Bischof Wilmer und der auch ein Ohr für die Betroffenen auch hatte, nochmal wirklich in die Pflicht zu nehmen. Und diese Pflicht bedeutet vor allem eines: Aufarbeitung und dafür Sorge tragen, dass solche Taten hier nie wieder vorkommen.